Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Fußigen Johnny Fußvideo. Banggood hat mir ein neues Paket zugesendet. Darin befand sich dieser Flieger. Den werden wir heute testen und mal gucken, wie gut er sich fliegen lässt. Packen wir den aus! Es handelt sich hierbei um den KF602 von KF-Plan. Wie man hier sehen kann, hat er sogar ein Gyro verbaut und ist für Anfänger geeignet. Ja, dann bin ich mal gespannt. Das ist genau das Richtige für mich. Hier der Karton, der ist leider schon beschädigt. Ich hoffe, der Flieger innen drin ist nicht beschädigt. Link ist wie immer in der Beschreibung. Aber ob es der Flieger wert ist, werden wir herausfinden. Preislich liegt er bei etwas über 50 Euro. Komm, machen wir den auf. Hier haben wir als allererstes eine Anleitung. Da haben wir die Fernsteuerung. Oh, süß. Sieht auf jeden Fall sehr stark nach Spielzeug aus. Und Alter, das Ding ist so leicht. Feinstes Plastik auf jeden Fall. Hier haben wir noch Ersatzpropeller und das Ladekabel. Da haben wir die Räder, die wir gleich noch ins Flugzeug klatschen müssen. Hier haben wir einen Akku und möglicherweise ist auch noch ein Akku drin, oder? Ja, ein Akku ist schon drin. Das bedeutet, wir haben insgesamt zwei Akkus. Und ja, das hier ist der Flieger. Und er wurde nicht beschädigt. Das ist doch schon mal gut, oder? In die Fernsteuerung hier kommen drei AAA-Batterien rein. Eins, zwei, drei. Bam. Den Akku, den stecke ich hier direkt mal aufladen. Die Räder, die werden einfach hier reingesteckt. Jawohl. Alter, hier lag ja einfach so noch ein dritter Akku rum. Das bedeutet, wir haben nicht nur zwei, sondern drei Akkus. Übrigens hat hier einer 350 mAh. Optisch gefällt mir der Flieger ganz gut. Wir haben hier vorne einen richtig fetten Propeller. Und an den Seiten hier halt diese zwei kleinen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das gleich wird. Ihr wisst ja, ich bin kein guter Pilot, aber ein guter Bruchpilot. Naja, sobald die Akkus voll sind, sehen wir uns draußen und starten den ersten Flug. Bam! Ich sag's euch, jedes Mal bevor ich fliege, bin ich einfach so aufgeregt, auch wenn es jetzt kein krasser Flieger ist oder so und ein Anfängerflugzeug, nichtsdestotrotz bin ich einfach aufgeregt. Wetterlage, ab und zu kommt schon eine etwas heftigere Windböe, aber das ist kein Grund zur Sorge. Sonne kommt auch ab und zu raus. Um den Helikopter, was laber ich, ey, um den Hubschrauber jetzt zu starten, muss man erstmal die Funke anmachen, dann den Hubschrauber, dann muss man hier einmal auf der Funke Vollgas geben, dann piept das einmal. Dann muss man wieder komplett auf Minimum stellen und somit ist der jetzt startklar und ich würde sagen, ich gebe Gas. Oh, ich merke schon, wie der Gyro arbeitet. Schaut euch das an. Der zittert einfach. Guck, wenn ich den neige, dann macht der was. Geil, Mann, da kann auch nichts schief gehen, oder? Boah, ich gebe jetzt einfach Vollgas und dann schmeiße ich den, ja? Alles klar. Auf die Plätze, fertig, let's go. Ich fliege. Alter Schatz, ich fliege, wow. Ey, da fliegt ein Vogel vor mir. Ach du Kacke, ey, der lässt sich echt gut fliegen. Aber es ist so windig, ne? Es ist so verdammt windig, ich sag's dir. Oh, ich hab Angst. Oh, ich bin abgestürzt. Nein. Alter, wieso bin ich abgestürzt? Ey, jetzt mal im Ernst, wieso bin ich abgestürzt, Schatz? Weil du ein schlechter Pilot bist. Laber doch nicht, ich bin so gut geflogen. Die gute Neuigkeit ist, es ist nichts kaputt gegangen, ich kann direkt weiterfliegen. Auf die Plätze, fertig. Oh. Alter, ist einfach so geil zu fliegen, ich weiß nicht wieso. Oh, 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 ich darf nicht zu hoch fliegen. Aber ich kann auch Senkflug machen, guck mal. Oh, Freunde, das ist so ein geiles Teil, glaube ich. Oh, oh, ich krieg die Kurve nicht mehr. Oh, doch, ich krieg die Kurve noch. Oh, das ist knapp. Es war echt knapp, ne? Oh, der Wind macht dem Flugzeug echt zu schaffen manchmal. Oh, ich habe Angst, ich darf nicht in die Bäume oder so kommen. Oh, ich kann gar nicht lenken. Der Wind ist einfach zu krass. Jetzt. Alter, die Windböen sind da oben, glaube ich, noch viel krasser als hier unten. Ich habe da voll Angst vor den Bäumen, ne? Man fliegt besser über die Bäume hinweg, ey. Ja, okay, ich habe Motor ausgemacht. Ich mache Motor wieder an. Ich versuche zurückzukommen. Und ich versuche jetzt mal zu landen. Ob das klappen wird, ich weiß nicht. Ich gebe mein Bestes, Alter, wie einfach ein Vogel vor mir fliegt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da fliegt einfach ein Vogel vor mir. Der zeigt mir, wie man landet. Sehr gut. Komm, ich lande jetzt. Ganz vorsichtig irgendwie. Ach, ich muss noch eine Runde drehen. Johnny Han, der Bruchpilot. Wieso ist der so schnell? Der fliegt viel zu schnell. Ich muss Geschwindigkeit abnehmen, um zu landen. Jetzt. Perfekte Landung. Komm. Oh, das war ein bisschen zu hart mit der Nase aufgesetzt. Und kannst auch vom Boden starten.
Also ich glaube, man könnte vom Boden aus starten, aber dann bräuchte man wirklich eine ebene Fläche wie eine geteerte Straße oder sowas hier auf der Wiese. Das wird sicherlich nicht funktionieren. Aber ey, der Flieger lebt noch, obwohl ich einen Absturz hatte und eine echt heftig starke Landung. Komm, noch eine Runde. Ach so, man soll auch gegen den Wind starten, ne? Also in die Richtung. Ich probiere das jetzt. Bam! Alter, jetzt haben wir extremen Wind. Wir haben so einen extremen Wind jetzt. Das war keine gute Idee, jetzt zu starten. Das sind wirklich die extremsten Windböen, Freunde. Ich habe das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe das Ding echt nicht mehr unter Kontrolle. Alter, der fliegt so hoch, ne? Oh, 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 oh. Kontrolle verloren. Mayday, Mayday, ich brauche Unterstützung. Ey, komm, ich lande jetzt. Ich muss landen, der Wind ist zu stark. Das wird eine geile Landung. Das wird so eine geile Landung. Guck mal, guck mal, guck mal. Bam! Oh, wer ist der beste Pilot der Welt? Johnny Hunt. Ach, Schatz, du bist so toll. Du stehst immer zu mir, auch wenn ich kacke bin. Freunde, mein erster Eindruck. Das Ding tut auf jeden Fall, was es soll. Trotz der heftigen Wetterbedingungen hier fliegt er recht stabil. Er ist echt anfängerfreundlich, denn ich komme damit klar. Und er verzeiht auch Fehler, denn er ist bisher nicht kaputt gegangen. Komm, ich jag ihn wieder in die Luft. Du hast gesagt, in die Luft. Komm nochmal. Gegen den Wind starten. Ey, der ist gar nicht laut. Das ist voll geil. Ja, man hört ihn überhaupt nicht. Aber der Wind ist echt so heftig. Ich kann den kaum kontrollieren. Oh, guck mal, wie schnell. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Oh. Geil. Geil, geil, geil. Oh, das sieht so schön aus. Ja, Mann, ist echt schön. Weg von den Bäumen. Weg von den Bäumen, kleiner Flieger. Das machst du gut. Ich muss wieder landen. Ich glaube, wir müssen den Dings Akku auswechseln. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Nicht, dass er einfach so ausgeht. Oh, guck mal, wie schön. Ey, ich glaube, wenn Wind still wäre, würde der so geil fliegen. Ich sag's dir. Guck mal, der steht fast. Das wird die beste Landung des Tages, glaube ich jetzt. Oh ne, jetzt wieder übelster Wind, ne? Oh, ich hab voll Angst zu landen, ich sag's dir. Oh, guck mal, wie langsam man fliegen und gleiten kann. Wow. Nicht, dass er dir gleich am Kopf fliegt, ey. Oder dir. Jawohl, das wird eine richtig geile Landung, nicht? Der hat ein Rad gemacht. Das ist ein Sportler. Der Akkuwechsel, der ist gar nicht so einfach durchzuführen, weil es ist hier schon ziemlich eng. Man hat eben nicht so viel Platz, um da rum zu hantieren, wie ihr sehen könnt. Neuen Akku schließe ich wieder an. Dann muss man den auf jeden Fall richtig rum reinstecken. Ja, jetzt weiß ich aber auch, wie es geht. Ey, guck mal, ist doch viel mehr Platz, als ich gedacht habe. Kapitän Johnny Hunt meldet sich zum Dienst. Wir müssen den hier erstmal ready machen. Er ist ready und jetzt, wir haben gerade eine Unwetterwarnung erhalten. Wir haben den Tipp bekommen, besser nicht abzuheben. Der Wind ist jetzt echt krass. Ich hebe aber trotzdem ab. Alter, der Wind ist so krass, ne? Ich muss in die Richtung. So, mal gucken, was das wird, ey. Guck mal. Die Unwetterwarnung war bestimmt, dass du am Steuer bist. Ey, das ist wirklich übelst brutaler Wind, ohne Spaß. Das ist richtig brutaler Wind jetzt, aber der kommt klar. Das ist ein Extremtest. Ey, guck mal. Der fliegt fast gar nicht mehr, so stark ist der Wind. Der schwebt fast auf der Stelle. Guck dir das an. Krass, Mann. Also in die Richtung ist er echt extrem schnell. Ich fliege lieber gegen den Wind. Das kann ich besser kontrollieren oder vielleicht doch nicht. Oha, so weit wollte ich gar nicht wegfliegen. Boah, ich habe Angst. Ich glaube, ich muss wieder landen. Das ist doch zu krass für mich. Komm, ich versuche jetzt zu landen. Geil, man kann auch echt gut den nach unten lenken, wenn man das möchte. Ey, das wird jetzt eine geile Landung, oder? Oh, zum Glück bin ich nicht gegen die Bank geflogen. Ach du Kacke. Der hat voll einen auf die Schnauze bekommen. Geil, Mann, das Ding ist echt stabil. Johnny Hunt-Test auf jeden Fall bestanden. Ansonsten macht es wirklich sehr viel Spaß, damit zu fliegen. Es wird auf jeden Fall hier auf Johnny Fuß noch ein zweiter Teil damit kommen, wenn es nicht so windig ist. Weil so hat man echt wenig Kontrolle beim Fliegen, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen. Wir sehen uns. Peace.